Recht herzlich willkommen zur 178. Folge von Towns. Ja, die Jungs, die sind bestimmt gerade im Bett am Liegen und ja, die haben sich den stressigen Dungeon-Besuch jetzt erstmal ausgeschlafen mit. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir weiter vorgehen. Erstmal gerade eine Runde schauen, wie das mit Essen ist. Und zwar... Also, wir müssen erst dahin klicken. Haben wir 8 Brote, 14 Äpfel, 14 Bieren. Ja, interessant wäre, dass man da unten in den Raum vielleicht was zu essen hinstellen würde, ne? Das war so eine Idee von mir. Wo waren die denn jetzt? Hier oben? Ja, ne? Ja. Wenn man hier in diesen Raum... Ah, da ist noch ein Waypoint, den machen wir mal weg. Der da. Ah, der müsste jetzt auch nicht sein. Hier ist noch eine Tür, die ist zu. Okay, ach, das war der Vorraum schon, der noch offen ist. Wir wollten mal vielleicht irgendwas abschließen, aber ist jetzt egal. Hier wäre es ja ganz interessant, was zu essen zu haben vielleicht, ne, oder? Jetzt ist die Frage. Stockpile. Zack, machen wir mal einen Stockpile mit 3x3. Manage Stockpile. Stockpile. Früchte. Dass wir da Äpfel und Birnen drin haben, oder? So, dann wollen wir mal gucken, dass das klappt. Dass die das da reinpacken, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir Kaktusfrüchte, okay. Und die haben wir hier auch. Ja, jetzt zu überlegen, ob man die da reinsetzt, ne? Ich würde jetzt gerade die Tür einmal anloggen. Jetzt kommt er natürlich, obwohl der ist nicht auf dem Weg nach da, oder? Also der ist schon auf dem Weg nach da, aber der hat den dann gerade platt gemacht. Weil der war auf dem Waypoint, ne? So, jetzt müsste man nur gucken, ob da was zu essen reinkommt. Wenn dem so wäre, dann könnte man das erst wieder füllen und wenn das voll ist, macht man die Tür zu und die haben was zu essen, ne? Kann man denn die Priorität ändern? Das ist ein... Ah, guck mal, der läuft vor die zugende Tür. Der dachte, da wäre offen, er könnte sich was holen, ne? Die anderen machen das ähnlich. Okay, da sind jetzt keine Leute. Ja, die Priorität ist jetzt hier nicht zu setzen, glaube ich, ne? Das geht dann doch nicht. Jetzt müsste man gucken, dass man hier Essen reinkriegt, aber wie? Wahrscheinlich geht das gar nicht so, wie ich das vorhab. Aber solange die Türen ja offen sind, solange hat man die Möglichkeit, da rein, was reinzubringen. Jetzt ist die Frage. Geht hier etwas? Da ist jetzt nichts. Also hier mal den Add Patrol Point. Das können wir ja schon mal machen. Dann können die da hin und her laufen. Die holen jetzt Knochen hier unten weg. Achso, wir haben ja noch ein Dingens oben, ne? Der kriegt noch 42 Knochen, okay. Deswegen laufen die da auch alle runter, ne? Mhm, gut, gut. Wenn wir jetzt hier aufmachen würden, ne, dann könnte das passieren, dass die das alle holen. Gut. Essen kommt hier leider nicht rein gerade. Ja, die haben keine Knochen geholt, die wollten aber Knochen holen wahrscheinlich, ne? Der läuft jetzt weg hier. Schichtwechsel, oder wie ist das? Weiß nicht, wie wir sind's. 2, 3. Sind 3 ausreichend, ist die Frage. Close and lock wooden door. Und unlock. Erste läuft. Sucht aber nicht den Kampf zu dem Geist.
Jetzt aber. Und die sind zwei und er geht weg. Das ist nicht gut, aber er hat tatsächlich beide Geister alleine geschafft. Der ist cool drauf. Respekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schicken wir da hin, dann wird der da angegriffen. Genau, super. Der kommt zur Hilfe, läuft, ne? Remove. Die laufen jetzt dahin und was macht er da? Patrol Point da hinsetzen. Den machen wir jetzt hier mal weg. Zwei laufen dahin, okay, das geht gut. Also er schläft da jetzt eine Runde, alles klar. Jetzt ist die Frage, wo können wir den nächsten ansetzen? Machen wir da einen hin, mach den weg. Okay, das wird auch gemacht, das läuft. Jetzt ist da einer hingegangen. Den hat er aber auch wunderbar geschafft, also auch kein Ding. Dann remove den mal. Wenn ich wüsste, dass mehrere dahin laufen, ne, dann wäre alles gut. Ja, nützt nichts. Wir gehen jetzt hier hin. Und den Remove Patrol Point. Und der Kasper, der müsste da jetzt mal aufhören zu schlafen, damit ich die anderen losschicken kann zum Essen. Aber das kann ich ja trotz alledem, weil ich kann ja die Tür ganz schnell wieder zumachen, ne? Na, die laufen jetzt dahin. Das heißt, ich mach da zu. Und dann sollte das funktionieren, ne? Die drei gehen erstmal wieder nach oben, schlafen sich aus, essen sich was und dann geht die nächste Runde los. Ja. Also ich denke schon, dass wir das hier hinkriegen, oder? Da kommt einer. So, wieder ein Patrol Point hier machen. Ah, die laufen jetzt alle vor die Tür. Weil die gerade was holen wollten, ne? Wenn ich das jetzt Unlock mache, ne, dann holen die sich was. Okay, der zieht zum Patrol Point. Oh, okay, da wird jemand sogar noch beerdigt. Und Close in Block Door. Ich denke, ja, es sind drei drinne. Und wir machen diesen Patrol Point da hier hin. Den machen wir weg. Und dann wird der da angegriffen. Läuft, ne? Da mal einen hin. Dann laufen die da auch hin. Und da wird auch angegriffen. Super. Die sind alle weg. Jetzt wird da weitergegangen, oder? Leider nicht. Was heißt leider, ne? Den mach weg. Haben wir hier noch einen? Ja, da, ne? Ist die Frage, wo wir jetzt hingehen. Eigentlich hier, ne? Da sind nur zwei, aber... Komm, dahin. Der ist jetzt gerade alleine. Oh. Aber das klappt. Dann werden wir zweier los, denke ich. Ja. Hier hinten sind drei. Man müsste die ja so ein bisschen hier lang steuern, ne? Gut, machen wir so. Den machen wir weg. Die gehen da hinten hin und dann wird da gekämpft. Den removen wir auch. Der bringt's da auch nicht. Und... Oh, da hinten haben wir noch einen. Aber das ist jetzt auch halb so wild, das passt schon noch. Gut, wo sind sie? Ach, hier unten sind sie alle. Haben wir natürlich wieder Hunger, ne? Komm, weißt du was? Unlock. Lass den da mal gerade rein. Oder die, weiß ich, wer das ist. Close and Wooden Door. Da hinten wird geholfen, das ist gut.
Und dann ist der auch hin. Und wir hoffen, dass der hin ist, ne? Und nicht wir hin sind. Okay, hat geklappt. Du bist als nächstes dran, ne? Mach den da hinten mal weg, den Punkt. Remove. Die stehen natürlich alle vor der Tür jetzt. Aber ich werde die jetzt mal reinlassen. Die wollen bestimmt nur Dingens holen. Knochen. Nee, das war sogar ein Soldat. Noch besser. Oh, jetzt habe ich dem die Tür zugemacht. Komm, dann machen wir es wieder auf. Das sind jetzt zwei, ne? Ja. Okay. Da oben wären... Ja. Es ist nicht mehr schlimm, ne? Es ist schon ziemlich easy going. Oh, wir haben Nachschub bekommen. Dann mal gerade hier. Den da auch noch. Okay, die sind schon fertig. Ja, da müssen wir mal gerade gucken. Essen. Bergmann einen mehr. Und Holzfäller noch einen mehr. Und die anderen müssen erst noch sich Klamotten holen. Der schläft jetzt wieder da. Das ist ganz schlecht. Wenn ich das aufmache, dann kommt auf jeden Fall einer nach. Den brauche ich jetzt auch unbedingt. Warte, der Schläfer, der kann raus. Close Wooden Lock Door. So, jetzt wird es da ein bisschen interessant. Da kommt er und der kommt nicht. Doch, der kommt auch. So, dann ist der auch gleich erledigt. Genau. Add Patrol Point da. Remove. Und schon erledigt. Super. Jetzt gehen wir hier oben mal hin. Den mal weg. Und der Geist wird von einem angegriffen, aber den hat er auch ganz schnell erledigt. Dahin bitte einmal. Und ich glaube, wir haben es gleich befreit hier. Remove. Add Patrol Point. Die beiden sind jetzt da auf dem Weg. Oder auch nicht. Der eine schläft hier unterwegs, sonst shit aber auch. Dann bist du da. Remove den Patrol Point. Mach die Tür auf. Die ist gar nicht zu. Die ist zu. Dass der schlafen gehen kann wieder. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sie ja nicht alle reinlatschen. Auf der anderen Seite. Wir sind es noch. 1, 2, 3, 4, 5 oder so. In dem oberen Bereich sind sowieso keine Knochen, also sieht so aus, als ob wir das auch gleich hinkriegen, ne? Den removen wir mal. Und setzen hier einen hin. Der kommt frisch da oben hin und greift den jetzt an. Wunderbar. Remove. Add. Und dann geht's dahin. Und die sind jetzt hier schon alle unterwegs, um die da zu holen. Remove. Add. Remove. Und wir sind durch, würde ich sagen, ne? Da oben noch ein. Und das war's. So, Raum ist befreit. Unlock. Unlock. Ja, und die können jetzt... da eigentlich weg, ne? Remove Patrol Point. Ja, ich glaube, wir haben keine mehr hier drin, ne? Haben wir aufgeräumt.
So, dann alle Türen offen und bitte alles holen. Nochmal hier oben schnell rein und dann können die sich hier noch Sachen holen. Hosen fehlen noch. Oh, der ist schon fertig. Bergmänner oder Holzfäller? Bergmänner. Ja, jetzt die Frage, ob die hier oben, wenn ich jetzt hier so ein Ding Unlock mache, ne, wird das da abgeholt? Weil es waren ja zu viele hier drin, ne? Werden die woanders hingebracht? Das ist die Frage. Der steht da oben noch rum, okay. Keine Arbeit, ne? Was wir vielleicht hier jetzt machen sollten, das ist ganz einfach, dass wir jetzt hier noch ein paar Wände ziehen, ne? Vielleicht. Ach so, das haben wir jetzt nicht ausgewählt, ne? Shift-Taste. So, machen wir das. Und ich glaube, hier können wir das normal machen. Machen wir denn die Treppe, da, den Durchgang dahin, genau. So. Und wenn da was ist, dann haben wir das nochmal drei geteilt, ne? Falls da was passieren sollte. Jetzt lass uns noch ein paar Türen holen. Dass wir das auch noch machen. Wooden Doors. So, passt. Also falls sich da was ergibt, dann kriegen wir das noch hin, ne? Ja, die holen kräftig. War da nicht eine Tür? Hä? Achso, die kommt da in die Tür, alles klar, passt schon. Gut. Die beiden Särge sind leider noch nicht weggeräumt, das passt noch nicht. Aber naja, wir werden sehen. Jetzt ist das Spiel in der Pause und da werden wir wohl irgendwo einen Angriff haben, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.